Granatpatronen. 2 Stück. Explosiv. Ist das vielleicht Pistole? ...26,5 mm Granatwerferpatronen zum Abfeuern mit einer Leuchtpistole explodieren beim Einschlag. Also wie cool ist das denn, Alter? Ich dachte, das Spiel hat so 3-4 Waffen. Das war's. Und da ist es halt hauptsächlich halt Plot und Horror Survival. Aber es ist ja so geil, Alter. Eine altmodische Lampe steht auf dem Tisch. Kann ich das anfassen? Nee, okay. Also ich finde das sehr cool. Auch cool, auf Caps Lock kann man die Karte öffnen. Ich wollte Caps Lock nur... wir sind in der Hölle. Ich bin jetzt fest überzeugt, wir sind in der Hölle. Das ist alles hier nicht echt. Oh! Siegel of Eternity müssen wir reinmachen. Ein Tür in der Tür ist eine 6-eckige Vertiefung. Ich bekomme Kopfschmerzen, wenn ich innen schaue. Tür entriegelt. Wir sind in der Hölle. Gut. Hoppla, das ist der Speicherraum. Bis noch eins runter. Perfekt, Girl. Ich finde es auch sehr cool, dass man hier. Warte, das ist cool, ich behalte die Leuchtpistole erstmal. Und sehe jetzt aber mal die Granatscheiß, was ich wieder finde. Ah! Dafür ist die Opferschale. Sabbath Ring, mach mal erstmal weg. Und Revolver laden wir kurz mal nach. Ne, wir laden kurz die Shotgun nach. Und ja, das war's. Erstmal nachladen. Und dann nehmen wir Plate of Eternity mit. Und wir haben 10 in der Waffe, 11 haben wir als Reserve. Okay, wir machen den Revolver weg und lassen es mal so. Ich nutze die Shotgun, wenn da viele Gegner vor mir sind. Ich mach mal sicher safe auf 3. So. Ich hätte erst. Ne, okay. Ich will auch das Räucherstäbchen mitnehmen. Ah, ich hab schon. Okay, was will ich denn noch mitnehmen? Nee, das war's eigentlich. Ich hab nichts zum Heilen, though. Okay, ich nehme mal das Backup, ein Autoinjektor mit. Gut. Gehen wir wieder runter. Gehen wir mal runter zu. Dann anfangen und legen. Ne, stopp, wir gehen erstmal hochlegen, Plate of Eternity, dann gehen wir noch runter. Da, wo man jetzt. Ich vermute, zumindest, die Räucherstäbchen reinmachen muss. Opfergabe halt. Wobei ich jetzt nicht genau. Von der Mythologie nicht genau weiß, da wird Ewigkeit benutzt. Wobei ich selber jetzt nicht weiß, was Räucherstäbchen mit Opfer zu tun haben. Ich kenne mich mit der Mythologie von asiatischen Kulturen wenig aus. Ganz wenig. Ich bin Sam Weep, aber ich weiß nicht viel von Japan oder China. Ich weiß, dass man Räucherstäbchen auslegt bei Beerdigungen und sowas. Ey, da wird die Liebe aufgehoben. Let's go. Die Oberfläche scheint aus glatten, polierten schwarzen Marmor zu sein. Weiches Feucht zum Schießt, ja. Blut. Jetzt macht sogar die Message ein bisschen Sinn. Message ein bisschen Sinn. Wo laufe ich? Auch cool, das Map-Design passt perfekt zur Gedankenwelt, die man haben sollte. Verwirrt. Wer war? Falsche Erinnerung im Kopf. Weil diese Notiz hat über Opfergabe geredet und erstmal wegen dem Duft hat das einen Hinweis dafür, dass das Räucherstäbchen dahin muss. Ja.
Und bei der Liebe muss man immer ein Opfer geben. Weil man immer Gefahr läuft, verletzt zu werden. Anyways. Okay. Ich probier's einfach mal. Ich geb der Statue mal die Puppe. Vielleicht kann ich jetzt es da reinlegen. Hallo. Schlangenring benutzen. Ja, Schlangenring benutzt. Schlangenring eben, nein. Ich brauche mehr Ringe, oder? Ja, das heißt, okay, gut. Okay, aber den Ring zwingen wir weg. Wenn Elster kein Roboter wäre, die hätte so lange Beine vom ganzen Rumlaufen, Alter. Meine Meinung. Okay. Geh hoch und spring runter. Ein riesiges Loch klafft mit pulsierendem Fleisch. Hineinspringen? Jawohl. What the fuck? Ja, ich hätte wissen müssen, das ist ein Boss. Habe ich auch den Jack drin? Ja, okay. Ja, ich kann nicht so. Oh Gott. Ich kann nicht so lange warten lassen. Ich muss einfach. Nein! Als ob ich. Alter! Wie soll ich denn dodgen? Oh nein, ich muss nachladen! Oh! Hab ich alle Schüsse verschwendet? Ich glaub schon. Oh shit! Shotgun, let's go! Kaputt treten? Nein, kaputt schießen! Ich bin leer, ne? Fuck! Isa, gib mir deine Waffe! Ah, oh, fuck! Ah! Scheiße! Kritikpunkt! Es sollte ein Safe-Lock geben. Deadlock-Breaker. Oh, die ist geladen! Die ist geladen! Isa, schieß! Okay, ich glaube doch, es hat was. Egal, ich würde mich. Was ich sagen wollte, ist in Silent Hill 2 zum Beispiel, es gab einen Bosskampf, ich weiß nicht welcher, aber genau. Ich weiß, ob ich sag's nicht, weil ich nicht spoilern will. Wenn man da keine Munition mehr hatte, oder nicht mehr, oder wenn keine Munition reinging und ein bisschen im Kreis lief, dann ging der Boss von selber kaputt. Ja. Ich glaube, das Signal ist natürlich was auch, aber ich hab's nicht gefunden. Der Bitfackel nehmen, die brauche ich unbedingt. Die Munition mitgenommen, ja, okay. Ja, das zu dem, aber erstmal gucken wir kurz Isa an. Sie wacht nicht auf. Das ist nicht gut. Das Gewehr, das Lisa bei sich hatte, schießt irgendeine absurde Antipanzer-Munition. Kann man, dass der Rückschluss sie außer Gefecht gesetzt hat. Kann ich die nicht nehmen? Warte, was hat er gesagt? Ich nehme lieber keine ihrer Sachen ohne ihr Erlaubnis. Ach, ist sie süß. Also das ist cool, wir sind jetzt hier unten.
Und egal, was diese Horrorgestalt war, ist es tot. Und ich hoffe, ich sehe es nie wieder. Aber erstmal müssen wir kurz wieder uns sammeln. Leg mal alles weg und heilen das mal kurz. So. Heilen wir uns. Nee, wir machen es so. Wir packen das Repair Spray weg. Wir nehmen den Auto-Injektor mit. Nee, tun wir nicht, das ist mir zu risky. Wir nehmen den Repair Spray mit, normalerweise so. Wir haben jetzt sehr viel Pistolenmunition. Wir verwenden jetzt mal die Pistole. Wir haben ein paar Flare könnte hilfreich werden. Ich nehme schon wieder mit Flare Shells. Ich nehme mal zwei Stück. So, dann laden wir die nach. Wir haben zwei freie Inventar-Slots. Wir haben eine Flare, falls nichts. Eine Flare als Backup, falls die erste nicht treffen sollte. Und eine 10mm Pistole mit 10 Schuss. Sollte funktionieren. Repair Spray, falls es wirklich kritisch wird. Wir haben schon, was sind wir? Gefahr. Passt schon. Können auch vielleicht einen Hit tanken. Und ich speichere nochmal sicherheitshalber, damit ich das nicht nochmal neu machen muss. So, Isa ist außer Gefecht. Wir gehen erstmal in die Miste. Ich gehe nach links, weil er ist da ganz so stark. Oh, fuck. Okay. Da brauchen wir das Pentagon. Na, versuchen wir mal sparsam zu sein. Okay. Das ist ein Storch, wenn die Beine richtig sind. Da ist ein Storch. Und auf dem Kopf vom Storch ist noch so ein Teil Arm oder nee, Teil Bein von einem Storch. Fuck, Digga, was haben die hier gemacht, Alter? Okay. Wir machen das aber schießen erstmal dich. Geh mal kurz nach raus, ich. Was hier unten? Der Bossraum. Guck, kannst du noch angucken? Kannst du kommentieren? Nee. I guess, okay. Wieso kommt man doch hier runter? Hochkommen wäre erstmal nicht. Hier ist nichts. Und hier ist auch nichts, oder? Haufen von Replikas. Käfige, Junge. Also, falls dieser Ort echt ist, ich will nicht wissen, was sie gemacht haben. Eigentlich will ich es wissen, aber ich sag es erstmal so, als ob ich es nicht wissen würde. Machen wir es auch mal so. So, töten wir das und gehen nach oben. Wir kommen wieder hoch, okay, gut. Die kleine Munition mit dem, jawohl. So, wir haben ein paar Flare-Schüsse. Wir machen dich mal platt. Gut, so. Reparatur flicken bitte. Wir nehmen auch einen davon, das kann das halt dann über Zeit, ist in Ordnung. Drei Schüsse will ich, lad mal kurz nach. Na, blöd. Ja, perfekt, 6 mit. So. Lesen die Notizen. Das war genug, die 2 Munition. Okay, gehen wir mal hier weiter rechts. Ist hier rechts noch weiter? Jawohl. Es hat nichts dazu zu sagen. Kann ich mir nicht angucken, okay. Herrscherring nehmen. Ja, okay. Was steht da eigentlich drauf? Auch dies wird vorübergehen.
Versperrt, oben geht's weiter, ne? Ja. Nope. Sieht nach Bosskampf aus. Ich geh jetzt mal raus. Ich geh jetzt mal oben, mach mal das Pentagon auf. Reparatur ist für Plus nehmen, ja. Halten wir es mal. Ihr sagt nichts zu den Sachen hier. Tür entwickelt. Ich brauche das Pentagon, lieber Sir. Oh fuck. Es war schon irgendwo hier. War das das Pentagon? Ne, das ist Hexagon. Warst du Pentagon? Ja, du warst Pentagon. Eine Minecraft-Pickaxe. So ist wieder. Den ganzen Weg zurücklaufen. So. Ja. So. Jetzt können wir Pentagon aufmachen. So. Minecraft-Pickaxe. Was haben wir denn hier? Alles verspeichern. Sicher, sicher. Wie hieß der Ort innen? Sind wir drin? Nirgends. Innen. Das wirst du noch bereuen. Du wirst das noch bereuen. Pff, guck mir mal, ne? Ich versuche mal jetzt nicht überall rumzusnusen, rumzugucken. Ich versuche einfach jetzt mal. Schnell durch. Oh! Das ist Bullshit. Komm, wir haben jetzt Munition gefunden. Wir ballern ein bisschen rein. Fuck, Digga! Nein! Okay, jetzt reicht mir. Fünf Schüsse, Junge, die halten was aus. Ich verwende mal Repair Spray nicht. Nitrix Best Munition, Junge! Isa, gib das Gewehr! Bitte wach auf und sag, dass ich das Gewehr nehmen darf. What the fuck? Alter. Was ist? Okay, die Tafel nehme ich. Tafel der Balance nehmen. Hui. Wie lange ging es schon aus, um ihn zu benutzen? Ich will drauflegen. Ah, ich sehe. Weil wenn ich glaube ich das abmache, gehen die beiden zu und dann habe ich ein riesiges Problem. Deswegen gehen wir kurz zurück. Und holen die Puppe. Irgendwie lag mein Gefühl, das ist Indiana Jones Shit. Ja? Lag mein Gefühl. Wir haben. Komm. Einen kann ich verwenden. Den anderen lege ich da wieder rein. Das Inventory Management erinnert mich sehr an Cryo 4. Auch in Resident Evil 1 und 2 und so. Ja, wohl eher 1. Was? Oh, ich habe vergessen, die Rifle Munition wegzulegen. Gott, ich bin so ein Dulli. Hat doch nicht gereicht. Guck mal, die Leute, wo wir nehmen, ja. Ich meine, es war nicht komplett falsch. Also. Die Idee war schon richtig. Aber es hat Sinn gemacht, dass deine Holzpuppe nicht das Ding hier komplett halten würde.
Okay. Das heißt, wir müssen zum diesem Bossraum. Legen wir kurz die Puppe weg. Und nehmen mal actually Sachen mit, die uns dann helfen könnten. Autoinjektor, das hier. Und die. Wir machen das aber so, wir lassen Slot frei. Trotzdem muss ich ja. Ich bin gerade ein bisschen wirrwarr. Also, was, wenn da jetzt wirklich viele Gegner sind, ja? Ich habe eine Pistole mit 10 Schuss und eine Flare Gun. Repair Spray ist Backup zum Heilen. Ich nehm einfach mal einen Autoinjektor mit, falls es haarig wird. Ah, fuck. Warte, hab ich schon einen Autoinjektor? Tatsache, dann nehme ich nochmal Flare Schuss mit. Die stacken sich hier. Okay, das passt, dann let's go. Dann stürze ich ihn aus. Weil es kritisch wird, dann setze ich ihn ein. Warte, war ich hier schon? Ja, es wird nur O nach oben. Tatsächlich, vielleicht musste ich da noch was holen, ich hab's nicht direkt gemacht. Was war hier nochmal ganz rechts? Kaputt. Ich muss aufpassen, das ist ein Labyrinth. Aua. Fängt schon mal gut an. Mir gefällt die Musik nicht. Hä? Was? Okay, warte, was? Scheiß drauf. Riskier es nicht, noch mehr AP zu verlieren. Diese Passage ist so gut. Ich habe wirklich nicht das Verlangen, hier zu bleiben. Ich will wirklich so schnell es geht weg. Rostiger Schlüssel nehmen, ja. Ey, wenn hier Gegner spawnen, Junge, ich krieg einen. Ich krieg einen Kollaps, ganz ehrlich. Ich mach das Spiel für mich lauter. Ah, ist schon laut genug. Was mich gerade zur Kirre macht, ist Musik, die und läuft. Reparaturspray, ich benutze auch eins. Das halt am wenigsten der Zeit, wenn ich hier rumlaufe. Ja, diese Bluttropfen, die manchmal runtertropfen. Ich denke immer, das spawnt gerade was. Da würde das Fleisch jetzt nehmen, ja. Und das Spray komme ich da nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Ich bin so eine Pussy, ne? Aber irgendwie komme ich ins Trompetspray nicht ran. Gehen raus. Junge, die Musik gefiel mir gar nicht, Alter. Okay. Problem, alles ist in Ordnung, Digga. Du brauchst nicht dich so auszuführen, ey. Arme Isa. Ja. Didn't see ya, bruh. Excuse me, bruh. You're excused. But I'm not your bruh. Viereck. Okay. Granatenproton. Ich mit. Holzpuppe. Ah, ich verstehe. Wir müssen die Holzpuppe nochmal kombinieren. I guess. Kein Platz, um 12 mm Munition zu tragen. Wink, wink, geht das kaputt. Geh mal kurz raus.
Geht. Weißt du was, ich mach mal platt. Ich guck dazu. Irgendwie ist das satisfying, dass sie so sich auseinander, ne? Auflöst, dass sie sich auflöst. Du weißt dann, sie ist weg und die kommt nicht wieder. Hä, ich hab. Alter. Also was hab ich nochmal bei mir? Was ich ablegen könnte direkt. Ja, das zum Beispiel. Fleisch braucht man. Hoffentlich, oder? Ja, okay, perfekt, hier. Ne, ich dachte kurz, wir brauchen eine Platte vielleicht. Also man kann vielleicht eine Platte benutzen als Bait für den Köder, aber ich brauch. Man braucht dann wahrscheinlich echt die Holzpuppe. Können wir kurz nochmal die Frequenz fürs Viereck. Das war glaube ich hier. Ja. Ein K. K wie Computerclub. Mit K halt, weil es in den 90ern so cool ist. Auch mit K. Ich liebe es, alte Figurenreferenzen reinzubauen, die wahrscheinlich keiner mehr kennt. Alte Figurenz hat immer noch nicht Signales gespielt und das finde ich. Ich finde das eine Beleidigung. Ja? Weil alte Figurenz hat ein Vogelsprofilbild. Ich habe ein Vogelsprofilbild. Wir sind beides Vögel. Das Spiel hat Vögelnamen für die Replikas. Warum spielt das nicht? Ich verstehe es nicht. Das ist immer eine Ansage gegen die Fear Games. So. Speichern wir nochmal kurz. Was habe ich da? Okay, wir können runter zu Isa springen. Holen jetzt diese Tafel der Balance. Gehen dann durch das offene. Durch die neue offene Tür. Und ja, so, nee, holen das nächste ab. Das gibt's nicht. Aufgehoben. Wieder ein Gegenstand aus zu benutzen. Doll. Probier die Holzpuppe benutzen. So, gehen wir hier raus. So. Ich weiß nicht, wie wir noch brauchen, aber ich will sicher gehen. Wir legen das mal kurz rein. Ich kann mich bald hier dann gewöhnlich sein. Dann gehen wir kurz wieder zurück, legen das ab. Pistolenmunition kann weg und ja, perfekt. Oh, ich hätte einen Gegner. Gut, das sollte reichen. Oh mein Gott. Tut mir leid, ich kann solche Schindeligenz hier nicht haben. Aber ich kann es dann Props, nee. Gut, alles cool. Alles cool. Nichts groß passiert, ich hab. Oh.
Alles cool, nichts ist passiert. Es können auch mehr kommen, aber da muss ich vielleicht gar nicht leider verwenden. Ja. Nein! Nein! Kombinieren. Aua! Das sind zwei? Oh Gott, ich muss da durch. Ich muss da. Lass mich einfach durch, lass mich einfach durch. Toll, ich habe auch keinen Injector-Spray. Ah, es war sofort kaputt. Junge, ist das laut. Repulsor benutzen? Ja. Ich weiß, es stand auf, aber ich will es benutzen. Okay. Tafel des Opfers nehmen. Ich bin ein Opfer. Gut. Welcher Sadist würde diese Fäden hier spannen? Das war gerade sehr ressourcenverschwenderisch. Aber ich bin ehrlich. Das ist der erste Playthrough. Ich sehe keinen Grund, mich rechtfertigen. Jetzt echt nicht, okay. Weil diesen Raum werde ich nie wieder betreten. Die Flagge anders zu verwenden, war jetzt ein bisschen blöd. Was willst du machen? Jetzt fehlt uns nur noch eine Tafel. Und die bekommen wir von dieser. Wir bekommen sie die von dieser Statue. Das Problem bei dieser Statue ist, ich weiß nicht, welche Ring ich noch holen soll. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, wie geht's uns? Rot, gelb, ne? Okay. Ich habe keine Flare-Ammo mehr. Ich benutze die Flare-Gun als einzige Backup. Und habe auch keine Pistolenmunition mehr aus der Special-Schuss. Gut, nehmen wir kurz rein. Laden nach. Nehmen wir dann hauptsächlich den Revolver. Und den Autoinjektor, falls es richtig, richtig schlecht wird. So. Okay, ist schon nachgeladen. Und rüsten das mal aus. Hier waren wir noch nicht. Dieser Schatten gefällt mir nicht. Kleine Flasche nehmen. Ja. What are you? Eine kleine Flasche mit einer klaren Flüssigkeit. Der Inhalt riecht scharf nach Ammoniak. Vermutlich eine Art Riechsalz, ein Out Duftstoff, der manchmal benutzt wird, um Bewusstsein und Aufmerksamkeit wiederherzustellen. So wenig benutze. Okay. Da schon Elster trinkt das. Junge, mir gefällt dieser Schatten nicht. Ach du Kacke. Der Träumer. Ein Gefängnis aus der einzigen. Ne? Ich kann reden, ich kann lesen. Ein Gefängnis, aus dem der einzige Ausweg der Tod ist. In der Tiefe treibt der Träumer in ein Meer aus Fleisch. Das rote Auge gebiert eine neue Welt aus ihrem Traum für die Ewigkeit. Und jedes Mal, wenn sich der Träumer im Schlafe wälzt, wälzt sich auch die Welt um, bis nur noch Fleisch ist. Finde ich nicht. Also wenn ich nicht weiß, was Hölle ist, dann das, Alter. Eine kleine Flasche Duft. Opfergabe. Wir haben doch schon was da reingelegt. Das ist keine Kritik am Spiel, aber ich finde Dodge in diesem Spiel wirklich schwer. Da! Da ist der Ehering! Oh Gott, ich wusste nicht, der war irgendwo. Okay. So, wo noch die Statue?
Die Statue war im Safe von unten. Genau. Vielleicht noch die Flasche? Da fehlt immer noch was. Ah. Scheiße. Okay. Risky. So, es gab ein Problem mit der Aufnahme, nämlich wurde mein Speicherplatz voll. Wir sind jetzt doch bei der Figur und ich glaube, ich muss die Ringe richtig hinmachen. Yep. Weil ich finde, ich weiß nicht, ob man mehr Ringe findet. Deswegen, ich mache jetzt folgendes. Ich benutze einen Autoinjektor. Ich benutze ihn. Bin wieder komplett vollgeheilt. Ja? Jetzt nehme ich auch den, E-Ring. Ja? Gehe davon aus, dass die Notiz, Hinweise ist für das Rätsel hier. Wenn man den vierten Ring finden muss, dann, huch. Gerade mir Gott, weil ich habe keine Ahnung. Die Hand der Königin, nämlich, wenn man von rechts nach rechts geht, Königin, am ersten Tag wurde sie gekrönt. Ja. Am zweiten Tag geschah nichts. Am dritten Tag war die Heirat und am letzten Tag ließ sie ihr Leben. Das heißt, ganz rechts gekrönt, das heißt, man braucht hier den Herrscherring. Den ich nicht habe, okay. Am zweiten Tag passiert nichts, am dritten Tag geschah die Heirat. Benutzen? Ja, so. Dann nehme ich den Herrscherring. So. Den Herrscherring machen wir hier da dran. So, am ersten Tag wurde sie gekrönt. Am zweiten Tag passierte nichts und am vierten starb sie. Das ist der Serpent Ring. Schlange benutzen. Ja. Ich bin so schlau. Double des Wissens. Ah, wunderschön. Deswegen muss ich mich ein bisschen ranhalten, nicht komplett hier rum zu eiern. Ich weiß nicht, was ich wieder falsch machen soll, ich mach's mal hier rein. So, wir holen erstmal die beiden raus. Und speichern im dritten Safe. So, jetzt können wir zur Tür und die aufmachen. Und wenn jetzt ein Bosskampf kommt, ich scheiß mich dann ein. So. Darf ich das benutzen? Ja. Darf ich das Opfer benutzen? Ja. Darf ich den Balance benutzen? Ja. Was ist das? Eine Treppe noch. Der löst der Weg rückwärts. Wir runter. Wir sind noch im Prolog. Wir sind. Ist das die Tür nicht öffnen? Ich glaube, ich vorher. Na, egal. Wir gehen hoch. Es ist unmöglich weiterzugehen. Das Isas-Messer. Ich hab das Gefühl, es kommt ein Bosskampf und ich hätte vorher ausrüsten sollen. Egal. Ich war hier schon so oft, aber ich bin nie zurückgekehrt. Die Kommandantin hat nie drüber gesprochen, was sie dort draußen gesehen hat. Ich bin sicher, was auch immer es war, es hat sie krank gemacht. Etwas an ihr hat sich verändert, als sie zurückkehrte. Sie war nicht mehr unsere geliebte Anführerin Falke. Was wartet jenseits der Schwelle? Er spielt keine Rolle. Ich kann kein Chinesisch. Jenseits des Todes.
Ach, hier liest nicht. Aber ich bin sprachlos.
Hab ich was verpasst? Ich habe so viele Fragen auf mich, ich bin gerade sprachlos. Ich wusste natürlich, dass ich so weit im Spiel war. Ich dachte, es kommt doch ein Bosskampf. Oder sowas. Weil es gab so viel Munition, es gab so viel Munition für eine Waffe, die ich gar nicht hatte. Was? Anfangen? Ich hab grad Gänsehaut am ganzen Körper. Das ist so geil! Ich dachte, für mich das Spiel ist vorbei. Oh mein Gott!